Hallo, herzlich willkommen wieder zurück. Heute werden wir ein Minty malen. Erstens werden wir einfach so machen. Damit es einfach so aussieht. Einfach so hier oben. Dann werden wir das so runter. So, nur ein bisschen runter. Und dann werden wir so malen. Wer das so nicht gemacht, ist das nicht schlimm. Ihr könnt es auch auf dieser anderen Seite nochmal malen. Ich werde aber etwas Lustiges machen und so malen. Auf beiden Seiten. Das sieht nämlich für mich besser aus. So. Ihr könnt auch nur an einer Seite es machen. Jetzt können wir einen kleinen Teller hier unten malen. Und dann werden wir hier ein anderes Grün nehmen, wenn ihr eins habt. Und so einen Kreis malen. Dann können wir so machen. So. Und dann werden wir ein bisschen Grün hier rein. So, das sieht schon sehr gut aus. Das weiße Ding, nee, wir eigentlich brauchen wir das weiße Ding nicht. Wir können einfach so einfach drüber über das weiße Ding malen. So. Und dann können wir einen schwarzen Wachsmaler nehmen und dann so machen. Das sieht gut aus. Und dann können wir einen anderen Wachsmalstift so machen. M-I-T. Da steht Mint darauf. Und dann können wir noch die Tasse ein bisschen dekorieren. Ich mache es halt, wie ich es mag. So wie es für mich gut aussieht. Ja. Und dann könnten wir noch bisschen grün auf die Tasse malen, damit es gut aussieht. Weil ich finde, das gehört so ein bisschen zur Natur, also mache ich es. Ihr müsst es natürlich nicht so machen. Ich glaube, Regenbogen würde nicht so gut zu dieser Tasse passen für die anderen. Ja. Ich finde, grün passt am besten zu dieser Tasse. Ich würde nicht Regenbogen dazu fügen oder eine andere Farbe. Ich würde am liebsten grün und blau machen. Das ist so ein ähnliches Grün-Blau. So. Und dann. Das kann ich ein bisschen besser. Damit es besser sieht. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Sehr gefallen. Und ich zeige euch, was ihr noch ein bisschen machen könnt nach dem Video. Ihr könnt schwarz nehmen und so einen schönen schwarzen Rahmen machen. Das mache ich jetzt zum Schluss mit euch. Da mache ich sowas rein in die Mitte. Ja, jetzt sage ich. Ich hoffe, das Video hat euch sehr gefallen. Das nächste Video kommt, da werde ich mit euch noch ein Getränk machen. Ich hoffe, die Videos gefallen euch immer sehr. Und bitte abonniert unsere Kanäle. Tschüss.